Herzlich willkommen zu uns in eurem Ohr. Ihr hört den Vorzocker Gaming Newscast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Vorzocker Newscast. Ich bin der Moderator Kevin und mit dabei, volles Team heute, ist nicht nur der Cookie. Nicht nur ich, hallo. Ich habe fast gerade, der verpennt seinen Einsatz wieder. Sondern diesmal auch wieder dabei nach zwei Ausgaben der Chris. Hi Chris. Moin moin, endlich wieder. Chris. Ja, Chris, wie war denn Power Rangers? In zwei Sätzen zusammengefasst. Du warst letzte Woche? Ja, letzte Woche warst du in Power Rangers, während wir den Cast. Ja, und dafür genau, ist uns fremdgegangen die Woche mit Insert Moin. Genau, stimmt. Das war auch ganz nett. Power Rangers, wenn man die Serie früher mochte, dann wird man speziell mit der letzten halben Stunde des Films sehr, sehr viel Spaß haben. Oh shit, ich hab ein Gefühl, was da kommt. Also es ist halt Trash pur. Und in der ersten Stunde versucht der Film halt so ein bisschen was anders zu machen, das ist ein bisschen komisch. Und am Ende wird's halt richtig schön trashig, ne? Das ist einfach großartig. Richtig mit Morphing Time und sowas alles? Ja, ja, genau. Und dann kommt auch dieses Go Go Power Rangers, kommt auch einmal. Nein, oh geil, ich muss diesen Film sehen. Oh Gott, ja, das ist das Schlimmste. So, und was war jetzt besser, Insert Moin oder Power Rangers? Beides hat mich auf andere Art und Weise befriedigt. Alter. Das war fantastisch. Das war fantastisch. Das war der offiziell der beste Anfang eines Newscasts ever. Wir gehen direkt über in die News. Vielleicht wird's da, zieht uns das alles ein bisschen runter. Die News. Go, go, Power Rangers. Das war echt so geil, ne? Keine Ahnung mehr, wie die ganzen Bösewichter heißen. Ne, ich auch Sorg. Nicht. Was ich aber Sorg, hatte, oder? Ne, Sorg war der Gute. Ach, ja, wie auch immer. Der jetzt übrigens von Walter White gespielt wird. Ja, stimmt. Das ist nur das fliegende blaue Gesicht, ne? Ja, genau. So, weg von den Power Rangers hin zu einem dynamischen Duo, wollte ich fast sagen. Yooka-Laylee, das ist ja dieser geistige Nachfolger von Banjo-Kazooie von Rare damals, kommt auf alle möglichen Konsolen am 11.04., das wissen wir, und kommt auch auf die Switch, aber nicht am 11.04. Und zwar war da was ganz Komisches, Jungs, ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen, diese Umstellung von: Hey, Nintendo hat uns gesagt, wir sollen Wii U nicht mehr supporten, hat Entwicklerstudio Playtonic Games gesagt, und deswegen sollten sie eine Switch-Version des Spiels bringen, haben die Wii U-Version gecancelt und haben dafür eine Switch-Version in Angriff genommen. Das habt ihr mitbekommen, oder? Das war eine ganz komische News, das haben wir hier. Was man dazu halt sagen muss, das war ja ein Spiel, was bei Kickstarter voll der Erfolg war. Ich glaube, sonst wäre es ja kein Problem, aber es gab halt ganz viele Leute, die dieses Spiel wegen der Wii U-Version gebackt haben. Und denen jetzt einfach gesagt wird, ja, gibt halt keine mehr, ne? Ihr kriegt aber die Switch-Version umsonst. Also, genau. Zu eurem Gebäck. Dann müsst ihr euch halt dann mal für 330 Euro eine Switch kaufen, dann kriegt ihr auch das Spiel, was ihr gebackt habt. So nach dem Motto. Aber Lead Writer und Director Andy Robinson von Playtonic Games sagt jetzt zur Switch-Version, die nämlich nicht am 11.04. rauskommt, Achtung, Zitat: Es ist noch etwas früh, um im Detail über diese Version zu sprechen, aber lasst euch versichern, dass wir eng mit Nintendo zusammenarbeiten, um es für unsere Fans und unsere Unterstützer auf Kickstarter so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Wir sind hier alle große Nintendo-Fans, daher ist es aufregend, mit der Nintendo Switch zu arbeiten. Er sagt also, wir werden damit nicht fertig, geduldet euch gefälligst, ihr Lutschs, die ihr das bei Kickstarter gebackt habt. Blöd. Also nicht nur, dass den Leuten jetzt quasi ihre gebackte Wii U-Version weggenommen wurde, sondern die von ihnen dann wahrscheinlich sich erhoffte Nintendo Switch-Version kommt jetzt auch noch nicht zum Release des Spiels für alle anderen Konsolen. Das ist eine ganz, ganz, ganz unangenehme Situation, finde ich. Ja. Oder? Was meint ihr? Also für, klar, alle, die das für die Wii U gebackt haben, haben natürlich jetzt mehr oder weniger einen Schlag von Hals gekriegt. Ne? Das ist natürlich nicht schön. Ansonsten ist das ja gang und gäbe, ne, dass bei neuen Konsolen hier als PS4 und Xbox One rauskamen, dann gab es ja auch ein paar Versionen von irgendwelchen Third-Party-Spielen, die dann erst für die alten Konsolen und dann erst ein, zwei Monate später oder so für die neuen rausgekommen sind, ne, das ist ja jetzt nicht so unnormal. Ja. Also rein sachlich kann man die Verschiebung verstehen, weil wahrscheinlich, das ist ja auch kein großes Entwicklerstudio, wahrscheinlich haben die relativ spät Bescheid bekommen wegen der Switch und so. Und dann die Ressourcen zu haben, es umzumünzen, ist natürlich nochmal was anderes. Ist aber trotzdem insgesamt super unglücklich und zeigt halt mal wieder, wie risikohaft dieses Kickstarter halt einfach ist. Ne? Also das, man kriegt immer nur die schönen Sachen mit, aber ja. Um das mal kurz klar zu machen, das ist nämlich, das habe ich mich gerade selbst gefragt, wenn man
Ukulele gebackt hat auf Kickstarter, dann bekommt man die Version quasi, ne? Je nachdem, welches Tier man quasi erreicht hat bei den Backings, ne? Ja, aber das kommt ja auch ganz normal als Digital- und Box-Version, weil die so viel Geld eingenommen haben, kommt auch ganz normal auf den Retail-Markt, genau, oder? Ja, klar, genau. Okay. Das ist ja der nächste Grund. Bei den erfolgreichen Kickstarter-Projekten kann man auch einfach sagen, ey Leute, das kommt sowieso raus, das brauche ich jetzt auch nicht bei Kickstarter backen, mit einem Risiko, dass ich mein Geld verliere. Ja, eben. Das finde ich sowieso komisch. Ich finde, Chris, du hast gar keine Switch, aber Cookie, wolltest du Ukulele spielen? Aber nicht auf der Switch. Okay. Also ich begnüge mich auch gerne mit der PC- oder PS4-Version. Aber ich habe richtig Bock drauf. Ich mache es jedem. Am liebsten mache ich es mit dem PC, am zweitliebsten mit der PS4 und die Nintendo-Spiele gibt es natürlich nur auf der Switch. Gibt bestimmt auch einige Sachen, die ich halt gerne unterwegs spielen würde, wo ich dann die Switch vorziehen würde, aber das ist jetzt so, Yooka-Laylee sieht einfach cool aus, da habe ich Bock drauf, deswegen ist mir das eigentlich egal, auf welcher Plattform. Ich muss sagen, mich betrifft die News schon, weil ich finde es richtig doof, weil ich werde Yooka-Laylee sehr gerne auf meiner Switch spielen und sehr gerne für unterwegs, weil ich möchte mehr Futter für meine Switch haben und ich finde so ein Plattformer wie Yooka-Laylee, den du mal auch so mal ein halbes Stündchen ruhig mal reinwerfen kannst, ist eigentlich perfekt für so eine Konsole wie die Switch. Gerade wenn man die im Handheld, du kannst vielleicht, selbst wenn du nebenher auf dem Fernseher irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine Serie guckst, die leichte Unterhaltung ist, kannst du mal Yooka-Laylee für eine halbe Stunde anmachen. Mein Vorteil ist, genau zu der Zeit bin ich im Urlaub und habe eh keine Zeit, deswegen ist mir das eigentlich egal. Aber ich freue mich schon auf Yooka-Laylee und als ich gelesen habe, es kommt eine Switch-Version, habe ich mich noch ein bisschen mehr gefreut. Finde ich cool. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn da Leute sagen, ey, erst habt ihr meine Wii U-Version weggenommen und jetzt muss ich hier noch länger warten. Das ist unvorteilhaft, finde ich. Ja. Was ich interessant mal fände, ob ihr Zuschauer-Hörer da draußen, ob einer von euch Yooka-Laylee eventuell sogar gebackt hat, das fände ich mal interessant. Ich habe das Gefühl, dieses ganze Backing bei Kickstarter ist hier in Deutschland überhaupt nicht groß. Also ich höre super selten von Leuten, die irgendwas bei Kickstarter unterstützen, hier in meinem Umfeld. Ja, zumindest in der Branche jetzt nicht, in Deutschland. So generell würde ich schon sagen. Also vor allem Brettspielfreunde ist ganz viel. Ja gut, das stimmt. Wir haben jetzt eben schon 10 Kickstarter-Spiele letztens erfolgreich gehabt, also weltweit. Kickstarter hat 10.000 Spiele jetzt gehabt letztens. Ja, also wenn du als Independent... Ja, alles, Brettspiele und Videospiele. Wenn du als Independent Boy irgendwie so ein Brettspiel irgendwie publishen willst, dann führt der Weg nicht über irgendwelche Verlege oder sowas, die das machen, sondern tatsächlich über Kickstarter, weil die Leute, diese Community, die gerne diese Spiele spielt, da halt irgendwie ein bisschen empfänglicher für sind, da irgendwie Geld für auszugeben. Vor allem, weil du, wenn du das backst und das dann erfolgreich ist, dass du dann eine ganze Ecke Geld sparen kannst, so bei den Dingern. Das stimmt, ja. Können wir ab jetzt in jeder Bauchbinde haben, Cookie, Cookie Independent Boy. Das finde ich cool. ja, das war Yooka-Laylee. Also wie gesagt, verratet uns gerne, ob ihr Bock drauf habt, ob ihr die Switch-Version spielen wollt, ob euch das ärgert oder nicht, oder ob euch das überhaupt nicht berührt. Was mich interessiert, Entschuldigung, wenn ihr das gebackt habt, dann sagt mir doch mal bitte, ob man direkt beim Backen die Version sich aussuchen muss oder ob man quasi dann einfach ein Spiel zugesagt bekommt und man kann dann später sagen, für welche Version man das bekommt. Also zum Beispiel, wenn man quasi das gebackt hat, weil man es für die Wii U spielen konnte, aber eine PS4 hat, ob man jetzt noch sagen könnte, okay, dann möchte ich es gerne für die PS4 bekommen. Das würde mich auch interessieren. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich sehr interessant. Das würde mich auch interessieren. Sehr guter Einwand von Senior Cookie. Senior Independent Boy. Independent Boy. Du bist heute unser Independent Boy. Ja, Independent Boy ist so independent. Ich weiß auch nicht, das kommt manchmal einfach so. Weißt du, was auch kommt? Oh. Destiny 2. Killer. Destiny 2 ist ein bisschen eine unglückliche Situation, weil wir nehmen tatsächlich einen Tag vor offiziellem Trailer-Release auf. Aber ich lege euch mal die Situation dar. Und zwar wurde erst geleakt, hey, hier Activision wird wahrscheinlich Destiny 2 ankündigen. Dann haben sie überall auf allen Social-Media-Profilen ihr Bild geändert, wo dann tatsächlich auch die 2 zu sehen war. Beziehungsweise, glaube ich, stand da sogar Destiny 2. Bin mir nicht sicher. Ja, da stand Destiny 2. Und dann haben sie Mitte der Woche einen Teaser für den Trailer veröffentlicht. Ich habe mir auf unserem Konzeptpapier für uns drei hier aufgeschrieben, der Klassiker. Erst Leak, dann offiziell, jetzt Teaser für den Trailer. so läuft es 2017. War übrigens bei Spider-Man diese Woche auch. Ja. Spider-Man-Teaser, so ey, nach dem
morgen kommt der Trailer. Finde ich das furchtbar. Das Internet ist furchtbar. Ja, das Internet ist schlimm. Mit jedem Tag mehr. Ja, anders ist Destiny 2. Ich glaube nicht, dass das furchtbar wird. Warum? Das ist ein guter Einwand. Warum glaubst du nicht, dass Destiny 2 furchtbar wird? Also, man kann ja über Destiny 1 sagen, was man will. Der Anfang war ja eine Katastrophe. Also, dass die Story rausgeschnitten wurde und alles. Und dass es am Anfang auch relativ schnell langweilig wurde, weil es nicht so viel zu tun gab. Aber sie haben wirklich mit jedem Update geschafft, das Spiel besser zu machen. Also auch gerade, wenn man so... Also, ich bin jetzt kein Hardcore-Destiny-Spieler. Aber wenn man so mit den Hardcore-Fans gesprochen hat, da wurde scheinbar wirklich auf die Community gehört. Und deswegen glaube ich, dass sie einfach alles, diese Erfahrung, die sie jetzt gesammelt haben, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, dass sie dafür ganz vielen Menschen ganz viel Geld abgezogen haben. aber diese Erfahrung, die werden sie jetzt in Destiny 2 hoffentlich nutzen und das besser ansetzen. Und deswegen habe ich da schon Spaß dran, muss ich sagen. Also ich freue mich. Was mich interessiert, was sagt denn unser Independent Boy Cookie? Ja. Was ich dazu sage, also ich finde... Also erstmal muss man ganz klar sagen, dass das stimmt, was Christian gesagt hat. Ich habe ja auch die Updates, bis auf jetzt das letzte, habe ich auch gespielt. Mir hat irgendwie immer so eine Kleinigkeit gefehlt, die mich irgendwie für längere Zeit bei der Stange hielt. Ich habe zum Beispiel nie diese Raids machen wollen, weil, keine Ahnung, wenn ich so viel Zeit und Energie ins Spiel investiere, dann habe ich da einfach nicht so große Erfolge für bekommen. Hatte ich das Gefühl, wie jetzt bei anderen Spielen. Da kann ich auch WoW spielen. Und die haben aber bei dem ersten, vor dem ersten Add-on, wie hieß das noch? Taken King. Ja, genau, for the Taken King haben die sich ja mit ein paar Blizzard-Entwicklern irgendwie zusammengesetzt, um da das Loot und Erfolgssystem ein bisschen zu überarbeiten, was man auf jeden Fall schon gemerkt hat. Das hat mich selber auch schon ein bisschen mehr angemacht, fand ich. Und wenn die das jetzt noch weiter ausbauen, so wie Christian das auch gesagt hat, mit Erfahrungen und auch ein bisschen mehr auf die Spieler hören, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das eine ganze Ecke geiler wird noch als der erste Teil. Und das gucke ich mir auf jeden Fall sehr interessiert an. Ich wüsste gar nicht, was Destiny 2 für mich braucht, um mich irgendwie hinterm Ofen hervorzulocken. Ich muss dazu sagen, Destiny 1 habe ich echt irgendwie 80, 90 Stunden gespielt und auch mit Leuten zusammen. Das hat mir großen Spaß gemacht damals, bis irgendwann der Moment kam, wo man sich ernsthaft fragt, was zum Fick mache ich hier eigentlich den ganzen Tag? Wenn du immer wieder dasselbe machst und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie hat mir nicht mal das Setting so richtig gefallen, weil das ist so glattes Sci-Fi und ich habe schon oft gesagt, an verschiedenen Anlässen, ich mag eigentlich eher so dieses dreckige, düstere Dark-Sci-Fi. Und dann hat mich Destiny 2 komplett verloren. Ich bin zu Taken King nochmal wieder zurückgekommen. Das hat mir auch tatsächlich dann deutlich besser gefallen. Aber irgendwie hat mich das nie so... Es ist jetzt nicht, dass ich zurückblicke und sage, Destiny, das war echt eine gute Zeit. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, was mich persönlich zu Destiny 2 bewegen könnte. Allerdings muss ich sagen, habt ihr beiden den Teaser-Trailer gesehen? Der war echt witzig. Der war cool, ja. Der war wirklich witzig. Das muss man denen lassen, diese Trailer von denen, die sind immer gut. Auch diese hier Real-Life-Action-Dinger, die waren immer ziemlich lustig. Und da haben sie sich auch mal gerne selbst aufs Korn genommen. Und deswegen freue ich mich auch sehr auf morgen auf den Trailer. Also, ja. Also ich glaube, es müsste einfach mehr Items geben. Ich hatte immer das Gefühl, es gibt so hier den einen besten Gegenstand für jetzt diese Skillung und diesen Charakter. Und ich fände das einfach cool, wenn es da eine größere Vielfalt gäbe und eine höhere Vielfalt an Dingen, die man dafür tun muss. Also nicht einfach nur immer in den gleichen Raid da bam bam den gleichen Boss umklatschen, sondern noch ein bisschen mehr in dieses MMO reingehen vielleicht und dann irgendwelche schwierigen Quests machen, vielleicht irgendein Crafting-System, wo man dann Ewigkeiten verschiedene Aufgaben für machen muss, um verschiedene Materialien zu bekommen. Weil dieser Multiplayer-Aspekt bei Destiny war schon stark, finde ich. Also es hat Bock gemacht, mit Leuten was zusammenzumachen und wenn das einfach ein bisschen mehr Abwechslung bietet, so wie jetzt, keine Ahnung, dann tatsächlich ein MMO oder vielleicht sowas wie Diablo. Wobei Diablo ist jetzt auch nicht das, was mir unfassbar viel Spaß macht, weil du da auch einfach nur irgendwo rumrennst. Aber du rennst wenigstens nicht die ganze Zeit durch die gleichen Dinger, sondern hast halt so random generierte Dungeons. Aber ich sehe das wie du. Es müsste alles ein bisschen tiefer gehen, finde ich auch, genau. Oder? Also alles ein bisschen komplexer werden. Ich meine, die Story war ja mit Taken King, ich kann jetzt für die neuesten Missionen nicht sprechen, weil ich die nicht gespielt habe, aber die Taken King Mission war eine ganze Ecke auch von der Story her schon interessanter als das Grundspiel und wenn die da noch einfach ein bisschen weitergehen, das ein bisschen
tiefer machen, ein bisschen komplexer vielleicht, verschiedene Sachen, um an Gegenstände ranzukommen, die auch, und man sich tatsächlich, dass man tatsächlich das Gefühl hat, man hat eine Wahl, welche Gegenstände man jetzt benutzt, weil die in der einen Situation vielleicht besser sind als die andere und nicht dieses, okay, ich habe jetzt für jeden Slot das beste Item und jetzt kann ich eigentlich nichts mehr machen, außer mich langweilen. Das Problem für mich ist immer dieser Ego-Shooter, weil dadurch fühlt sich alles immer sehr gleichförmig an und man muss sich aber gleichzeitig sehr konzentrieren. Wenn ich ein Diablo spiele, da kann ich auch mal so ein bisschen nebenbei abgelenkt sein und mache ein bisschen klicky-klicky. Also versteht ihr, was ich meine? Das finde ich bei Destiny aber nicht unbedingt, weil ich erinnere mich an Destiny-Zeiten, wo ich wirklich fast mit komplett ausgeschaltetem Kopf einfach nur irgendwelche Materialien gesammelt habe. Irgendwo. Ja, okay, aber also, Materialien sammeln haben sie Gott sei Dank schnell entfernt. Ja, das stimmt. Aber ja, ich gerade das ist das, was mich so ein bisschen an dem Spiel interessiert hat. Dieser Aspekt, dass es eben kein Third-Person-WoW-artiges MMO ist, sondern dass es dieser Ansatz aber mit einer Shooter-Mechanik ist. Gerade das hat mich so ein bisschen... Ja, der Ansatz ist großartig. Genau, die müssen einfach, die müssen das, den Weg einfach nur noch ein bisschen weiter und ein bisschen breiter gehen. Aber... Jungs, bevor wir da zu viel drüber reden, bei Ausstrahlungsdatum haben alle den Trailer eh schon gesehen und sagen sich gerade, was labern die drei da für einen Quatsch. Im Trailer wurde doch gezeigt, dass es jetzt ein Realtime-Strategy-Top-Down-Spiel ist. Ist doch Quatsch alles. Deswegen gehen wir mal weiter. Das ist, was jetzt kommt, ist eine News, die hat sich der Cookie gewünscht. Und das ist so eine Cookie-News. Also ohne jetzt Cookie dir irgendwas damit vorwerfen zu wollen, aber das ist eine Cookie-News, die würde ich im Lebenst nicht hier reinnehmen, wenn du es dir nicht gewünscht hättest. Ja, ich wollte da unbedingt einfach mal gerne mit euch drüber quatschen, weil ich halt schon lange damit zu tun habe und ihr halt nicht so. Und deswegen dachte ich, wäre es vielleicht mal ganz spannend. Ja, je nachdem, wie lange die jetzt geht, schmeißen wir die letzte News raus. Sehen wir mal gleich. Also. Okay. Es gibt ein Spiel, das heißt PlayerUnknown's Battlegrounds. Und da hat jetzt der Skin-Handel über Steam angefangen und die Preise, die explodieren total. Ab sofort können dort optische Veränderungen gekauft werden. Jacken, Shirts und Masken und so weiter können über den Steam-Marktplatz gehandelt werden. Bestimmte Gegenstände, habe ich mir aufgeschrieben, kosten jetzt schon über 80 Euro, beziehungsweise so ein Kostümset, wo der Inhalt wohl unbekannt ist, wenn man das sich kauft. Kostet 158 Euro. Da muss man bei bemerken, dass alle Standard-Skins, die zur Charaktererstellung gehören, nicht marktfähig sind. Alle Skins aus den sogenannten Pioneer-Crates können gehandelt werden. Ja, da kann man vielleicht kurz sagen, das sind die gleichen, das ist so eine gleiche Art wie bei Overwatch. Du kriegst auch so, mit jedem Sieg kriegst du so ein bisschen so eine Währung und für eine bestimmte Anzahl von dieser Währung kannst du dir halt so Crates kaufen und die kannst du öffnen. Okay. Also die können gehandelt werden, die Sachen. Alle Skins aus diesen Crates können gehandelt werden. Ja. Spezielle Pre-Order-Items aus der Deluxe Edition können auch gehandelt werden. Und zukünftig werden alle Items aus Lootkisten für 7 Tage gesperrt und erst danach handelbar sein. Aber dieses System ist leider noch nicht in Kraft. Warum, Cookie, möchtest du mit uns darüber reden? Was beschäftigt dich? Also, erklär uns erstmal, was das für ein Spiel ist. Also ja, wollte ich gerade sagen, PlayerUnknown's Battlegrounds ist ein Survival-Spiel, ähnlich wie DayZ. Das ist gerade Early Access auf Steam für 30 Euro. Das habe ich jetzt schon innerhalb der letzten Woche irgendwie 15 Stunden gespielt oder so mit ein paar Freunden zusammen. Und es geht auch eigentlich nicht um das Spiel an sich, wobei das halt wirklich ganz cool ist, wie ich finde. Ich werde das auf jeden Fall auch nochmal auf dem Vorzocker-Kanal irgendwie streamen nächste Woche. Das hatte ich ja eigentlich gestern schon vor. Und da kam dieser böse Kevin und hat gesagt, du musst Dark Souls 3 machen. Ja, und ich habe halt heute in den Kommentaren unter dieser News gelesen, auf GameStar war es, glaube ich. Und da haben sich alle Leute darüber beschwert, dass es hier diese Gegenstände, dass die 80 Euro kosten in einem Early-Access-Spiel und dass es hier diese Kostümsets gibt, die halt 158 Euro kosten. Und da haben sich alle so drüber aufgeregt, aber ich finde, keine Ahnung, ich meine, erstmal verdient sich Steam da eine goldene Nase dran, das ist klar, aber wenn es da Leute draußen gibt, die bereit sind, diesen Preis auszugeben, dann sehe ich ja halt überhaupt kein Problem dran. Ich meine, nur kosmetisch. Ja, okay. Ist ja wie bei Counter-Strike Global Offensive gibt es ja auch Messerskins oder AWP-Skins, die sehr selten sind, die kosten 1.000 bis 2.000 Euro auf dem Steam-Markt und der aber reguliert sich halt. Ist halt geil. Ja. Aber der Skin-Markt und die Preise, die regulieren sich halt mehr oder weniger selber. Ne? Das ist schon ein eigener Marketplace.
Und du kannst, also da schreitet jetzt keiner ein und sagt, okay, das darf jetzt so und so viel kosten oder so, sondern das wird halt mehr oder weniger mit irgendwelchen Dropraten wird das halt geregelt. Ne? Also es gibt Kisten, da können diese Messer drin sein oder halt hier wie bei PlayerUnknown's Battlegrounds, schrecklicher Name, diese Gegenstände da, diese kosmetischen Sachen. Und ja, also ich verstehe nicht, klar, es ist, ich finde es bescheuert, wie Leute so viel Geld dafür ausgeben können, das ist mal klar, aber ich finde das nicht schlimm, dass es sowas überhaupt gibt. Es ist, viele vergleichen das dann noch so mit DLCs, ja, warum haben sie es nicht direkt mit ins Spiel gepackt? Aber das ist halt fürs Spiel komplett unrelevant. Das ist halt komplett unrelevant fürs Spiel einfach, wenn du da irgendwie ein bisschen anders aussiehst. Ich wollte gerade sagen, weißt du, was ich mir denke? Warum regen sich Leute darüber auf, dass sowas 80 Euro kostet, was im Spiel rein gar nichts verändert? Also das ist ja nur, also verstehst du, wenn Leute dafür, es ist ja bekannt, dass der Steam-Marktplatz manchmal für Ärger sorgt, weil sich Leute genau über sowas aufregen. Wir hatten schon mal, Cookie, als du über Counter-Strike eben gesprochen hast, da war so ein Typ, der hat, nee, da waren diese zwei Typen, die haben diesen Online-Shop aufgemacht, ne, und haben dann dieses... Ja, das war so ein, diese Lotterie. Das war so ein Glücksrad, so eine Lotterie, ja. Genau, aber da haben wir schon mal, in dem Rahmen haben wir schon mal in dem Newscast darüber gesprochen, diese, für Echtgeld diese Sachen kaufen, das war genau so eine ähnliche Situation, wo wir schon mal darüber gesprochen haben. Ich frag mich immer, das sind kosmetische Sachen, die braucht kein Mensch. Es ist scheißegal, ob du die hast oder nicht. Und wenn du sie verdammt nochmal haben willst, dann gibst du das Geld aus oder nicht? Also verstehst du, was ich meine? Klar, es ist völlig irre, 158 Euro für ein Early Access Spiel, wofür du 30 ausgegeben hast, an einem Marktplatz auszugeben für so ein optisches Set für deinen Charakter. Ich finde das völlig irre, aber es gibt sicherlich Menschen, die finden das vollkommen legitim und die haben auch das Geld dazu. Aber ich verstehe immer nicht, warum da so richtig Riot gegangen wird teilweise. Ich verstehe es auch nicht, deswegen wollte ich einfach nochmal kurz drüber reden. Ich meine, klar, das ist ja total wahnsinnig. Es ist halt ein Marktplatz, das heißt, die Leute kaufen es ja, also es wird ja niemand gezwungen, ich verstehe das auch nicht. Ich meine, so eine ähnliche Debatte, so ein Aufschrei gab es jetzt ja letztens auch noch für For Honor, wo mal kurz da auch die Leute sich aufgeregt haben, man kann für 700 Euro muss man aufgeben und alles zu bekommen. So, nein, musst du nicht. Niemand zwingt dich dazu. Du musst gar nichts. Ja, genau. Du musst es ja nicht. Und das ist immer so ein gefaktes Rumgebäsche. Also ich meine, klar, wenn das wirklich dann Überhand nimmt und man auf einmal für relevante Sachen Geld ausgeben muss, dann da muss man sagen, Leute, soweit nicht. Aber bis dahin, wisst ihr, was mein Gott. Ich Kacke finde im Vergleich dazu, es gibt bei Call of Duty, bei den neueren Reihen, gibt es ja auch diese Kisten, die kann man sich auch für Echtgeld kaufen, die kriegt man auch manchmal so, da sind dann halt manchmal einfach nur Skins drin, aber manchmal sind da halt auch, hast du halt temporär schon irgendwelche Waffen, die du nicht freigeschaltet hast. Ich weiß so nicht, ob da, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass da waren auch Waffen bei, die kann man gar nicht so freischalten, die halt dann nochmal einen Ticken stärker sind als die Waffen, die man normalerweise haben kann. Und das ist dann halt schon sowas, wo ich dann sagen würde, das ist sehr grenzwertig. Genau, ja, das ist grenzwertig dann. Ja, ich habe das System nicht ganz durchschaut. Die Zuhörer können mich gerne korrigieren, falls ich das irgendwie falsch verstanden habe. Aber ich habe halt nie wirklich durchgepackt und hatte das Gefühl, dass die Leute, die sich diese Kisten kaufen, einfach irgendwie so einen leichten Vorteil haben. Ich muss sagen, wir haben, ich habe mir gerade nochmal durch den Kopf gehen lassen, wir haben natürlich hier wieder ein Spiel, was prädestiniert ist für so einen Scheiß. Ne? Also wir haben ein, ich sag jetzt mal, Early Access Spiel aus dem Nichts, ein relativ undergroundiges Hype-Spiel gerade, so kommt es mir vor. Ich habe da noch nie von gehört, weil ich nicht am PC unterwegs bin und weil ich eben mit Early Access Spielen überhaupt nichts am Hut habe und weil ich ziemlich viel in Hyrule unterwegs bin. Aber wir haben hier ein Spiel, was gerade super gehypt wird. Gebt das mal bei YouTube ein. Jeder Pimpf macht da gerade ein Let's Play zu. Du findest überall, dass dieses Spiel gerade durch die Decke geht. Und bei eben den Leuten, die dann sagen, ich will komplett ein Teil davon sein und ich will der beste Teil davon sein, bei denen ist natürlich dann der Moment da, wo sie sagen, scheiße, ich will und muss hier eigentlich dieses Geld ausgeben, aber warum ist das eigentlich so teuer? Und ich glaube, diese Leute regt das auf. Versteht ihr? Vielleicht sollte ich noch kurz dazu sagen, PlayerUnknown's Battlegrounds war, also die Art des Spiels war früher auch eine Armor-Mod, genauso wie DayZ. Ach. Und das ist halt jetzt der Ersteller, der die Mod erstellt hat bei Armor für genau diesen Modus, der hat sich halt jetzt hingesetzt und hat halt dann dieses Spiel daraus gemacht. Das ist halt genau der gleiche Modus, nur halt als Standalone. Deswegen, ich meine, bei DayZ gab es ja den gleichen Hype, ne? Ihr erinnert euch vielleicht an die Verkaufszahlen von Arma 2, einfach nur als DayZ rauskam. Die haben dann alle Arma 2 gekauft, nur damit die diese Mod spielen konnten. Mhm. Und, das erinnert mich an die guten alten Tage.
die guten alten Battlefield-Tage oder die guten alten Unreal Tournament-Tage, wo so geile Sachen mit Jump-Maps und Mods und sowas alles damals gemacht wurden. Ja. Schön. Ja, ey, wie gesagt, mich berührt das gar nicht. Ich habe gerade gedacht, dass es eigentlich schade ist, weil ich glaube, mir entgehen durchaus die gute Spiele, weil ich so PC-blind bin und weil ich so, ich sage jetzt mal, Early Access oder kleine Indie-Spiel blind bin, was Steam angeht zum Beispiel. Ich glaube, da gibt es durchaus nette Sachen. Ich das mal von dir höre, Kevin, ne? Das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ja, ich bin halt doch ein netterer Mensch, als du denkst. Er entwickelt sich vielleicht doch noch ein bisschen weiter, der alte Hase. Tja, und wenn du aufhörst, die Schulmädchen-Mangas und Animes zu gucken, dann wirst du auch noch ein normaler Mensch. Damit höre ich niemals auf. Und ich gucke auch keine Schulmädchen-Mangas und Animes. Ach, hör auf. Nee. Nee, und selbst wenn du Cookie. Guckst nur To Be unter den Rock, mehr nicht. selbst wenn, Cookie, wir haben dich alle lieb. Ich habe heute ein Meme gesehen, wo... Ja. Von dieser To Be von Nier Automata, wo irgendwie beistand, keine Ahnung, 1000 haben im Internet geschrieben, ja, die dürfte sich gerne mal auf mein Gesicht setzen, aber das ist halt ein Android und die wiegt halt 158 Kilo. das wär halt nicht mal eben so gemacht. Ganz ehrlich, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Wenn man will, dann kann man alles tun. Mir ist das scheißegal. Im Englischen sagt man, whatever floats your boat. Also auch wenn man gerne will, dass ein Android sich auf einen draufsetzt. So. 160 Kilo. Pass auf, wir reißen schnell in 2 Minuten die nächste Nachricht ab, okay? Und dann machen wir Community Corner. Ja, okay. Deal? Gut. Deal. Das neue Call of Duty in diesem Jahr wird vermutlich den Namen WW2, also World War II, haben. IGN und Game Informer wollen von internen, richtig legitimen Quellen erfahren haben, dass COD WW2 dieses Jahr kommt. Und zwar kommt dieses Jahr das Call of Duty natürlich von Sledgehammer Games. Das sind die Jungs und Mädels, die bisher gemacht haben Advanced Warfare und Modern Warfare 3. Was haltet ihr davon? Ganz schnell Call of Duty wieder zurück zum Zweiten Weltkrieg. Yay. hab ich keinen Bock drauf, aber... Ey, ganz im Ernst, ich hab nichts mehr übrig für diese Reihe, ne? Dieser ganze Kistenwahn. Ich wollte, was war letztes Jahr das aktuellste? Infinite Warfare, ne? Das war das meiste. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube ja, Infinite Warfare, ja. Ey, ich irgendwas Futuristisches, wo sie dann aufgeregt hat. Gespielt und ich habe jedes Jahr, jahrelang, habe ich immer mal gerne so ein paar Runden COD gespielt. Einfach nur, weil es so casual ist und so schnell gemacht und man kann mal eben rein eine Runde spielen, wieder raus. Und dieses Jahr war ich das erste Mal, es gibt es schon seit Modern Warfare 3 oder Advanced Warfare, gibt es diese Kacke mit diesen Kisten, wo wir eben drüber schon geredet haben. Das verwirrt mich so krass und dann werde ich von irgendwelchen Gegnern gefickt mit irgendwelchen krassen Waffen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und weiß nicht mal, wie ich da rankomme. Und dann denke ich mir so, nee, das ist so frustrierend. Und da hilft auch ein World War II nichts und ich will das irgendwie die ganze Zeit als WW lesen, wie das ich immer WWE irgendwie. Im Englischen, Call of Duty, jetzt mit Wrestling und Luchadore Backyard Wrestling Kampf. Ja, irgendwie so, WW2 oder so. Und Alter, das wäre der Killer. Stell dir mal vor, das Spiel heißt wirklich WW2, also so wie es jetzt auch heißt im Englischen halt, aber stell dir mal vor, da kommt der Reveal-Trailer und dann geht's wirklich darum, dass du Wrestling-Kämpfe hast mit Call of Duty. Das wäre ja der Killer. Ja, keine Ahnung. Also ich lass mich gerne positiv überraschen, aber ich habe irgendwie, Call of Duty ist so weit weg von der Liste von Spielen, auf die ich mich irgendwie freue oder wo sich überhaupt noch irgendwas emotional regt in meinem Kopf. Ne? Also ich weiß nicht, ich habe einfach keine Liebe mehr für die Reihe übrig. Ich bin unabhängig von dem Ganzen, ne, dass wir alle Call of Duty nicht mögen, bin ich aber wirklich gespannt drauf, wie sie das Gameplay-technisch jetzt machen wollen. Weil sie haben sich ja so krass, also alle drei Entwicklungsstudios, haben sich ja so krass auf dieses Cyborg-Rumrennen, Dashen, Fast-Moving Ballern konzentriert. Und Zweiter Weltkrieg funktioniert so halt nicht. Ja, und vielleicht da ist das halt auch Zweiter Weltkrieg mit Robotern. Ja, ich kann das nicht. Weißt du ja nicht. Kann ja sein. Dann haben wir Wolfenstein. Ich bin auf jeden Fall erstmal grundsätzlich interessiert und gespannt darauf, was die daraus machen. Dann wird es mich wahrscheinlich zum Release wieder hart langweilen und ich werde nicht mehr drüber reden, aber erstmal also bin ich interessiert als sonst. Ich sage, ich habe die besten Erinnerungen an die Call of Duty Serie mit Call of Duty 2 und das war Zweiter Weltkrieg. Das war nämlich ein geiles Spiel damals. Da war allerdings Call of Duty auch noch nicht so inflationär in jedem Jahr auf dem Markt mit irgendwas anderem. Ja, genau. Ja, Call of Duty 4 war ja auch noch mehr oder weniger
Ja, obwohl, das ist schon Modern ja. Warfare. Das war nicht mehr, war kein Weltkrieg mehr, aber das war auch noch. Aber Modern Ordnung. Warfare war super. Modern Warfare ja. war super. Ich finde auch, hier noch hier World at War und Modern Warfare 2 sogar noch, was ja jetzt gar nicht mal so unfassbar alt ist. Ich glaube 2011. Das war richtig gut, ne? Das war halt auch das noch. Das war vielleicht das Beste. Die haben ja. sich irgendwann so verrannt in diesem, ich würde schon fast sagen, in diesem geldgeilen DLC-Zusatzinhalt-Scheiß und Cyborg-Kacke. Dass die da mich einfach irgendwann auf dem Weg einfach vollkommen verloren haben. Das funktioniert vielleicht beim jüngeren Publikum noch super gut, weil die denken, boah, Call of Duty, geil ballern. Aber bei mir einfach nicht mehr. Ja, der letzte Teil hat ja auch schon verkaufstechnisch richtig versagt. Also Call of Duty muss halt jetzt was neu machen und naja, mal abfahren. Ey, wenn die einfach wieder zurück zu den Wurzeln gehen, diese ganze Kisten-Scheiße weglassen, dann bin ich gerne bereit, mir das nochmal anzugucken. Aber ich habe wirklich sonst, ich kotze, wenn ich das Call of Duty höre. Das wird nicht passieren. Nee, und ich glaube vor allem nicht in einem Jahr, wo wir zum Beispiel auch noch Quake Champions kriegen und Destiny 2, darüber reden wir. Also naja. So, ich ganz ehrlich, das soll es für Call of Duty auch gewesen sein. Ich will noch sagen, ich hasse Call of Duty nicht. Das wäre nämlich eine viel zu starke Emotion für etwas, was mir einfach vollkommen egal ist. So. Das war's mit den News. Das war ist schon mal ist bis hier schon eine halbe Stunde eine launige Ausgabe und jetzt wird's noch besser. Meine Bildschirme sind gerade schwarz geworden. Entschuldigung. Nein, Panik. So. Panik gleich auch im Community Corner. Bitteschön. Community Corner. So, wir beginnen den Community Corner mit euren Fragen. Mit einer Frage, bevor wir die stellen, muss ich noch sagen, natürlich Community Corner, wie immer, wir lesen eure Fragen vor, beziehungsweise bearbeiten eure Fragen, die ihr unter dem YouTube-Video stellt. Also stellt eure Fragen unter dieses Video in die YouTube-Kommentare, dann suche ich die raus und suche mir immer die coolsten aus oder die, wo ich sage, da können wir gut drüber quatschen und die Frage gefällt mir oder ihr seid sympathisch oder euer Profilbild oder was auch immer. Ich fange an mit der obligatorischen, warum gibt's das nicht auf iTunes-Frage? Monster Mash und Marc Kranich haben beide gefragt, warum gibt's die Folge nicht mehr bei iTunes? Gibt es euch auch direkt als Podcast fürs Auto? Das beantworte ich jetzt ganz kurz zum vierten Mal hintereinander, in der vierten Woche hintereinander. Uns gibt es noch nicht wieder auf iTunes, sobald die Vorzocker-Website gestartet ist, gibt es uns auf der Website als MP3-Download und auch wieder bei iTunes mit neuer Grafik. Das wird alles super geil und dann kann jeder, wenn er möchte, das auch im Auto hören. Oder beim Einschlafen. Oder beim Einschlafen, aber das geht auch mit YouTube, haben wir festgestellt. Eisenhamster 12 ist also quasi dementsprechend die erste Frage, die wir heute haben. Jungs, hört zu, ich lese das vor. Ich höre euch, Eisenhamster 12 habe ich gesagt, ne? Ich höre euch auch häufig zum Einschlafen. Dazu eignen sich Podcasts halt gut an. Ihr macht einen richtig guten Job bei Vorzocker und bildet zusammen mit Vio ein sehr sympathisches Team. Meine Frage wäre, was ihr von Limited Editions zu Videospielen haltet. Ich zum Beispiel möchte meistens gerne einen Soundtrack zum Spiel dabei haben, jedoch sind in Limited Editions oft auch Dinge, die ich gar nicht haben will. Zudem finde ich den geforderten Preis meistens nicht gerade gerechtfertigt. Wie seht ihr das? Holt ihr euch viele Limited Editions oder sind die euch dann noch zu teuer? Wie sieht das mit euch beiden aus? Limited Edition ja oder nein? Ich hätte das eigentlich genau so wiedergegeben, wie ich das auch sehe. Also oft sind da neben so einer Figur, die ja dann immer das Kernfeature dieser Limited Edition oft ist, die ich dann auch cool finde meistens, sind da aber so Kleinscheiß bei so Badges oder Aufkleber oder eine Karte aus Papier, die geknickt ist oder ein Artbook, was ich nicht brauche. Und dafür wollen sie dann halt 50 Euro mehr haben, wo ich mir denke, ja nee, die Figur alleine ist ja nicht 50 Euro wert, sondern 20 und jetzt 30 Euro mehr für Crap, den ich nicht benutze, zu bezahlen sehe ich dann nicht ein. Und deswegen bin ich irgendwie nicht mehr dazu geneigt, mir solche Editions zu holen. Ich habe das jetzt zum Beispiel bei Ubisoft, ich hoffe, die hören zu, bei South Park habe ich das gemacht, bringt dieses scheiß Spiel raus. Da habe ich es gemacht, weil da hat man dann für 100 Euro, ich glaube 100 Euro hat die gekostet, im Uplay Store kriegt man halt eine fette Figur von, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Mysterion. Dazu und das Spiel, mehr halt nicht. Dann gab es noch einen 20% Gutschein, also habe ich 80 Euro bezahlt. Das war dann für mich okay, da habe ich gesagt, da habe ich jetzt für 30 Euro eine große Figur dabei, die ich auch haben will. Aber generell bin ich da eher nicht mehr so der Freund von.
Nö, also ich auch überhaupt nicht. Ich habe mir noch nie eine teurere Version gekauft. Jetzt, ich habe jetzt die Zelda-Edition, das war aber mehr oder weniger, ich weiß auch nicht, keine Ahnung warum. Ich will das auch noch loswerden. Du hast aus Panik einfach draufgeklickt. Ja, keine Ahnung. Ich hab auch schon mal welche vorbestellt und habe die dann wieder abbestellt oder die dann nicht. Ich gebe es zu, ich habe es schon mal gemacht. Ich habe auch schon mal so eine ausverkaufte Limited Edition, die ich dann vorbestellt hatte, dann für 20, 30 Euro mehr weiterverkauft. Das tut mir auch leid im Nachhinein. God damn it. Aber, also ich finde oft auch die Figuren da drin cool, aber meistens lohnt sich dieser Aufpreis nicht. Ich sehe das genauso wie Chris. Ich habe überhaupt keinen Bock. Ich meine, Spiele sind so schon mittlerweile arschteuer und da braucht man dann nicht auch noch irgendwelche Zusatzinhalte, die man vielleicht cool findet, aber für die man viel zu viel Geld bezahlt. Das haben die meisten Spielefirmen dann für die Edition doch nicht verdient und deswegen sehe ich das genauso wie der Chris. Und oft, das muss man auch sagen, ganz kurz, oft weiß ich ja vorher nicht, ob mir das Spiel so sehr gefällt, dass ich davon eine Figur haben will. Ja, ja, das kommt noch dazu. Ich wollte gerade sagen, ich habe, während ihr geredet habt, überlegt, wann habe ich das letzte Mal eine Collector's Edition gekauft und es war tatsächlich Dark Souls 3, ja, und das ist genau der Punkt, den du gerade sagst, Chris. Ich wusste, dass das fucking Dark Souls 3 einfach der Shit wird und dass ich das lieben werde und ich wusste, dass ich diese Edition haben wollte, da ist die Fire Knight Statue dabei, die ist mega geil, aber auch die verstaubt jetzt auf irgendeinem Regal, wenn ich sie nicht sauber mache. So, das heißt, davon habe ich nicht so viel. Und ich schwöre euch eins, noch nie hat irgendjemand diese winzig kleinen Badges, die irgendwo in diesen Limited Editions drin sind, irgendwo aufgenäht. Noch nie. Ich schwöre euch eins. Und Kevin, du musst bei der nächsten Gamescom mal explizit und sehr akribisch auf Leute achten. Du glaubst gar nicht, was ich da alles an Zusatzinhalten aus irgendwelchen Limited oder Collector's Editions auf irgendwelchen Menschen gesehen hast. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, wirklich, was du da alles findest. Weißt du, was wir jetzt machen? Jeder, der diesen Newscast gerade hört, unsere gesamte Forzocker-Community, jeder, der eine richtig coole, eine Limited Edition hat, wo er richtig stolz drauf ist, der postet die uns mal bei Twitter. Könnt ihr entweder an mich @NightmareKev machen oder an, wie ist denn euer Twitter-Handle, Chris? @CaptainQK. Ja, okay. C-Janssen. Unterstrich, okay. Also, postet das auf Twitter, könnt ihr auch gerne an Forzocker machen. Das fände ich jetzt mal so die Limited Edition, auf die ihr am meisten stolz seid. Oder wenn ihr tatsächlich ein Kleidungsstück oder einen Rucksack habt, wo so ein Badge drauf aufgenäht ist, dann will ich den auch sehen. Das will ich sehen. So, also ich muss sagen, ein Kumpel von mir, ich hab gerade überlegt, einen Kumpel von mir hat auf seiner Tasche hat einen Dota 2 Logo Patch draufgenäht. Ist mir gerade so eingefallen, aber es ist nicht aus irgendeiner Limited Edition. Schön. Ja, keine Ahnung, ist jetzt gerade einfach so in meinem Kopf entsprungen. Gerne weiter, Kevin. Ich kaufe keine Limited Editions mehr. Ich hatte die Zelda Limited Edition und ihr wisst, ich liebe Zelda, vorbestellt und wieder abbestellt. Weil ich gedacht habe, so ein Plastik-Master-Schwert brauche ich hier auch nicht. Über diese Zeiten bin ich irgendwie hinaus, dass ich hier alles stehen haben muss. Keine Ahnung, wenn jetzt Red Dead mit so einer geilen Edition kommt, überlege ich mir das vielleicht nochmal, aber mal gucken. Ja, und wenn, ich meine, es gibt auch immer viele von den Publishern, gibt es auch mittlerweile gute Shops, die auch einfach so einzelne Figuren für meistens ein relativ, ich sage jetzt relativ, weil die schon ein bisschen überteuert sind, meistens aber schon relativ okay sind so vom Preis. Wenn man da wirklich Bock auf so ein Ding hat, dann kann man sich das auch nochmal im Shop von denen einfach kaufen. Das stimmt. Ja. Das stimmt natürlich. Vielleicht nicht die gleiche Figur, aber meistens sind die sogar noch ein bisschen besser verarbeitet, weil die im Shop angeboten sind, nicht so massenproduziert werden wie die in diesen Collector's Editions. Ja, das stimmt. Ich zumindest das Gefühl von allen, die ich so in der Hand hatte. Na gut, vielleicht knipse ich gleich nochmal ein Bild, fällt mir gerade ein, von meinen Figuren, die ich aus irgendwelchen Editions habe. Und dann poste ich das auch mal auf Twitter. Das mache ich irgendwie parallel zum Freitag, wenn der Cast hier auch mal online kommt oder so. Vielleicht kriegen wir das ja hin, dass aus der Community ein paar Bilder kommen. Fände ich schön. Sollen wir weitermachen, Jungs? Jo. Gerne. Burkhard 1 schreibt, habt ihr schon mal gecheatet, um in Spielen weiterzukommen? Schaut ihr im Splitscreen auf die Seite des anderen? Die letzte Frage beantworte ich mit Ja. Ja. Klar. Das gehört doch dazu. Ey, ohne Scheiß, damals GoldenEye auf dem N64 im Vierer-Splitscreen, wenn du da auf diesem winzig kleinen Röhren 4:3-Fernseher 4:3, ja, ist richtig. Wenn du da nicht auf die anderen Bildschirme geguckt hast, dann warst du blind. Wahrscheinlich. Ja, oder bei Halo oder so auf der Xbox 1 noch, da haben wir das Mario auch Kart. Mario Kart, ja, klar. Klar. Aber sonst nicht, um in Spielen weiterzukommen.
Also bei GTA habe ich natürlich gecheatet, weil es einfach mega witzig war, so zwischendurch. Ja. Ich habe es natürlich aber auch immer ohne Cheats einmal durchgespielt. Und ich habe tatsächlich einmal, als ich 1.6 gespielt habe, ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich, in verschiedenen Videos, dass ich immer mal wieder auch schon einen eigenen Server hatte bei Counter-Strike. Ich habe tatsächlich mal, als auf einem Counter-Strike 1.6-Server, habe ich alle Leute runtergeschoben, die drauf waren gerade, habe ein paar Bots da drauf geladen und wollte einfach mal sehen, wie sieht das denn aus mit dem Cheaten, weißt du? Ich wollte es einfach mal ausprobieren, so ein Aimbot, ein Wallhack, ich habe alles runtergeladen, das installiert und dachte so, okay, ich gehe damit keinem anderen auf den Sack, ich mache das jetzt mal gegen Bots, um das auszuprobieren. Und was hat Cookie vergessen? Cookie hat vergessen, den WAC Anti-Cheat-Schutz auszumachen und wurde dann gebannt. Von deinem eigenen Server? Nicht von meinem Server gebannt. Ich wurde dann bei 1.6 gebannt. Das heißt, ich konnte auf allen Gesichter Anti-Cheat-Server, Anti-Cheat-gesicherten Server, konnte ich nicht mehr spielen. Ey, das ist wieder. Und bis heute steht das halt in meinem Hauptsteam-Account, steht da halt drin, dass ich schon mal einen WAC-Bann hatte. Und das ist halt voll ätzend. Weil das Profil ist halt öffentlich, ne? Und vor allem kann man auch sehen, dass man einen WAC-Bann hatte. Und wenn ich jetzt heute Counter-Strike Go spiele, und irgendwie relativ gut bin, dann kriege ich sofort 5 Reports ins Gesicht, ja, weil irgendeiner dann mal mein Profil abgecheckt hat und da sieht, dass ich schon mal gecheatet habe. Und wenn die dann denken, dass ich cheate, kannst du nicht mit denen vernünftig argumentieren, dass du wirklich nicht cheatest, sondern gerade vielleicht mal eine gute Runde hast. Ey, das ist wieder so eine Cookie-Geschichte, ne? Das ist wieder so eine Cookie-Geschichte. Gebannt wegen seinem Cheat auf seinem eigenen Server. Es ist der Killer-Cookie, wirklich. Ja, ich weiß. Das war richtig. Ja, ich weiß. Jetzt guckst du beschämt zum Boden. Das ist vor allem so ein Häkchen, weißt du, diesen Fuckschutz kann man für seinen eigenen Server einfach ausschalten. Ich sag nur eins, Hashtag durchgepeitscht. Ja. So, also ich hab das Spiel weiterzukommen nicht, ne. Ganz früher habe ich mal bei StarCraft 1, haben wir immer Show Me The Money. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Da gab es dann immer Geld. Und dann hat man immer Blödsinn gemacht. Eine Einheit, alle platt gemacht oder so. Das war immer lustig, aber um weiterzukommen, explizit habe ich es nicht gemacht. Mir fällt gerade ein, dass ich bei Age of Empires gecheatet habe. Als ich in der Kampagne nicht weiterkam, da habe ich mir halt immer so ein paar von diesen Autos. Ich glaube, der Cheat hieß How Do You Turn This On oder so. Das habe ich tatsächlich mal gemacht. Die gute alte Zeit, wo man noch so ganze Sätze eingegeben hat, ne, für so Cheats. Und bei Sims, als ich früher mal Sims gespielt habe, den ersten Teil bei meinem Cousin oder so, keine Ahnung, da haben wir halt uns irgendwie Geld gecheatet, damit man irgendwie direkt ein nices Haus bauen konnte. Ich kann mich nicht erinnern. Außer der klassische, bei GTA hast du natürlich alles ausprobiert, was geht. Die irgendwelche Autos eingebaut, irgendwelche Cheats, dass du fliegen kannst oder sowas. Ja, aber das hat ja nicht damit zu tun. Supergeil. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass du im Spiel weiterkommen würdest damit. Ja. Ne, das habe ich tatsächlich nur bei Age of Empires dann gemacht. Son Goku ist der Nächste. Auch mal wieder dabei. Habt ihr Spiele, die ihr als Kinder bzw. Jugendliche nie geschafft habt, durchzuspielen? Bei mir war es auch noch mein erstes eigenes Spiel, König der Löwen, auf dem Game Boy. Ich kann euch sagen, ich erinnere mich an dieses König der Löwen auf dem Super Nintendo und es war ein dummes Stück Scheiße von einem harten, schweren Kackspiel. Ich habe das noch so in Erinnerung und das ist tatsächlich Son Goku exakt genau das Spiel, nicht auf dem Game Boy, aber wo du das genau gerade schreibst, König der Löwen auf dem Super Nintendo, habe ich nie geschafft, durchzuspielen. Und, wo ich gerade dabei bin, Super Star Wars auf dem Super Nintendo, Super Return of the Jedi, ein super schweres Spiel, habe ich auch nie geschafft durchzuspielen. Und die Schlümpfe auf dem Game Boy. So, das war's jetzt. Bei mir war's, ist es das, wo man im ersten Level mit Simba auf so Blätter so rumspringen muss? Ja. Das hab ich auch nie durchgespielt, nee. Ich hab den ersten Rayman-Teil, das habe ich ja jetzt vor allem in den letzten 2 Wochen echt oft, glaube ich, irgendwo erwähnt, ne? Denn das war mein erstes Spiel, da habe ich natürlich, als ich mit 3, 4, 5 das erste Mal im ersten Level ein bisschen rumgesprungen bin, habe ich das auch nie geschafft, aber natürlich dann so mit, keine Ahnung, so mit 9 oder 10 oder so, als ich dann tatsächlich auch ein bisschen größere kognitive Fähigkeiten hatte, habe ich dann hingekriegt. Ansonsten erinnere ich mich noch an ein Herkules-Spiel, ich weiß nicht mehr für welche Plattform, da hatte man so eine Peitsche, glaube ich, auch. Das habe ich nie durchgespielt, das habe ich auch nie wieder gespielt, keine Ahnung. Ich glaube, PS1 war es. Und es gab noch eins von Asterix und Obelix. Ich wollte es gerade sagen. Das konnte man auch im Koop spielen, Asterix und Obelix. Das war auch bockschwer. Ich weiß nicht mehr, wie viele Level es da gab. Und wenn du gestorben bist, musstest du immer im ersten Level wieder anfangen. So war das. Und das habe ich auch nie durchgespielt. Das war super hart. Ja.
Chris, ich bin ganz hast du ein traumatisches Erlebnis? Also, ich hatte beim Kollegen, da haben wir immer auf dem Super Nintendo Battletoads gespielt. Ich musste gerade die ganze Zeit überlegen, wie hieß dieses Kackspiel? Der Klassiker. Ja, und das haben wir natürlich nicht ansatzweise geschafft. Das war ja, ich war halt auch eine Katastrophe, weil, ne, alle zwei Monate hast du da mal Super Nintendo gespielt. Und dann hatte ich auf dem Game Boy Lucky Luke, das war auch eine Katastrophe, also das war wirklich, das würde ich heute gerne nochmal spielen, aber ich habe es damals nicht ansatzweise, Level 2 oder so habe ich geschafft. Ey, ohne Scheiß, ne? Die ganzen Gameboy Color Spiele, die man von irgendwem mal hatte, so ausgeliehen oder so, die waren alle ultra schwierig, oder? Ja, also. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir jung waren, aber ich glaube, wenn ich das heute spiele, würde ich auch überhaupt nicht klarkommen. Und außerdem bin ich so gefrustet, wenn ich da irgendwie zwei, dreimal an derselben Stelle sterbe, dass ich da auch keinen Bock hätte, das weiterzuspielen. Ich habe ja vor allem auch das Gefühl, dass der Super Nintendo extrem viele schwere Spiele hatte. Also wenn ich alleine hier an, keine Ahnung, so ein Super Castlevania denke oder Super Ghouls and Ghosts. Oder wie heißt es, Super Ghosts and Goblins? Ich weiß immer nicht, wie der Titel heißt. Aber klar, Battletoads, keine Ahnung. Selbst wenn man Schwierigkeiten mit Turtles in Time hatte oder so. Aber ich kann mich erinnern, dass vor allem diese 16-Bit-Zeit, wie du schon sagst, Cookie, dann auch Game Boy und natürlich zählt Game Boy Color da auch zu, super schwere Spiele hatte teilweise. Das stimmt. Ja, das war halt einfach dieses, die hatten nicht so viel Platz, deswegen hatten die meistens ja auch nur zwei, drei Level. Aber die hast du halt nicht geschafft. ja, vor allem. Vor allem, das waren ja meistens irgendwelche Plattformer so. Entweder waren das Plattformer, aber das war so top-down wie bei den ersten Zeldas. Also das war so eigentlich quasi alles, was es gab. Außer ja, 3D gab es ja noch nicht, ne? Ja, genau. Und dann hier so Jet Force Gemini, da erinnere ich mich noch dran. Das ist dann 3D schon gewesen auf dem N64, glaube ich, ne? N64 gewesen, ja. Ja, das ging auch nicht klar. Ja. Ja, ich habe auf dem Gameboy, glaube ich, kein einziges Spiel damals durchgespielt, außer die Pokémon-Teile. Rundenbasiert funktioniert natürlich auch, aber. Zelda Link's Awakening. Das stimmt, ja doch. Hab ich auch durchgespielt. Was mir noch relativ aktuell eingefallen ist, dass ich Resident Evil 4 auf der PS2 damals habe ich nicht durchgespielt. Ja, das war ja auch Dreck aus der Hölle. Hör auf! Das war richtig gut, Kevin. Nee, Kevin. Das ist richtig gut. Resident Evil 4 das war ist ein geiles gut. Spiel. So, das Problem war, dass man Können wir mal ganz kurz noch mal festhalten. Entgegen Cookies, das war ja Dreck. Dass Resident Evil 4 ein fantastisches Spiel ist, beziehungsweise definitiv war zu seiner Zeit, Chris. Ja. Ey, ich hab das irgendwie Jahre nach Release gespielt und mich hat so unendlich abgefuckt, dass ich beim Anvisieren nicht laufen konnte, ne? Ja, ich glaube, ich habe auch echt überlegt, ob ich mir dieses HD Remaster für PS4, ob ich mir das kaufen soll. Aber ich habe Angst, dass ich meine Erinnerung von damals zerstöre, weil ich weiß nicht, ob ich da noch bereit für bin. Für diese Steuer. Weißt du was? Kauf dir lieber Resident Evil HD. Die Neuauflage vom ersten. Kauf dir einfach kein Resident Evil. Hä? Außerdem. Was ist das jetzt wieder hier für eine Kacke, Cookie? Es gibt so viele tolle Spiele, da muss man wirklich nicht Resident Evil spielen. Ja, dann spielst du hier mit Unknowns Battlegrounds. Also da würde ich ja wohl eher sagen, hol lieber ein Resident Evil nach. Auf jeden Fall. Oh, ich hab's vor dem Ende. Irgendwann krieg ich zu viel hier. Oh Mann. Gestern gegen einen Typen, ich rede einfach weiter, gegen einen Typen mit so einem fetten Maschinengewehr. Und weil ich früher noch nicht gecheckt habe, dass man bei Resident Evil nicht jeden mit einer Pistole erschießen sollte, hatte ich ja einfach keine Munition mehr. Das heißt, ich konnte diesen Endbosskampf nicht beenden, weil ich keine Munition hatte. Und der junge Christian kam auch nicht auf die Idee, 30 verschiedene Speicherstände anzulegen. Das heißt, ich hatte auch keinen Speicherstand, wo ich noch Munition hatte. Und dann war das Ding halt durch für mich, weil ich auch keinen Bock hatte, nochmal neu anzufangen. Der kleine Christian war nicht so die hellste Kerze auf der Torte, oder? Ja, so mit 21, 22, weißt du. Ja, das war gut. So, die letzte Frage für den Community Corner kommt von Xarione. I'm a Scatman. Xaronius. Es artet hier neuerdings vollkommen aus im Newscast. Ich hoffe, dafür liebt ihr uns da draußen. Die Frage kommt von Xaronius. Der hat letztes Mal gefragt, was ich unten drunter trage. Schreibt, was vielleicht noch viel wichtiger ist, dass der gute Reggie heute 56 Jahre alt wird. Das war letzte Woche. Und herzlichen Glückwunsch nachträglich, Reggie. Ja, Reggie, der auf jeden Fall den Cast zuhört, extra Deutsch dafür gelernt. Ich wünsche ihm alles Gute. Was haltet ihr so von Reggie? Ich finde, dass er ein sympathischer Mann ist.
den ich auch gerne als Chef hätte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte Reggie nicht gerne als Chef, weil ich glaube, er ist ein extrem hart durchgreifender Mensch. Aber nach außen hin wirkt Reggie immer super. Ich sehe den super gerne. Der ist ein Monster von Mann. Habt ihr mal gesehen, wie groß der ist? Ja, der ist, glaube ich, knapp 2 Meter groß. Ja, das ist ja bei Ich mag den immer gerne. Bei den Nintendo-Chefs ist das ja immer so, ne? Ich meine, die Vio erzählt ja immer mal so ein paar Anekdoten, die hat ja guten Kontakt zu Nintendo und die Führungsriege, richtig? Ja, richtig. Ein Wort. Nein, das war gerade zwischen Regie, Riege und Reggie irgendwie in meinem Kopf gefangen. Die Führungs-Reggie, ist richtig. Ja. Nee, aber die Vio hat mal erzählt, dass der hier, der Iwata, ne, seinerzeit, Satoru, dass der tatsächlich alle paar Monate aus Japan nach Deutschland geflogen ist, um den Leuten über die Finger zu gucken. Und ich glaube, das ist normal für einen japanischen Konzern einfach vielleicht. Und deswegen hätte ich, glaube ich, keinen von diesen Nintendo-Chefen irgendwann mal als Boss. Ja. Ich glaube auch, dass die machen gute Spiele, aber das heißt nicht, dass das nette Menschen sind. Ja, genau. Und auch Leute, die vor der Kamera nett sind, sind vielleicht auch voll die Arschlöcher so. Deswegen. Ja, ihr habt uns ja noch nicht getroffen. Ja, genau. alles Gute, Reggie. Guter Typ. Ja, sehe ich immer gerne. Inzwischen macht er ja auch jeden Spaß mit, ne? Also seitdem die da hier dieses Knetmännchen-Video da hatten mit Mega 64 damals. Ja, also im Internet ist er ein bisschen lockerer geworden, so, ne? Über die letzten, seit er da mehr oder weniger das Gesicht ist von Nintendo. Es ist auch nicht einfach, Jahre um Jahre immer wieder Nintendos beknackte Entscheidungen verteidigen zu müssen. Also da muss man schon sagen. Der leistet schon. Es ist auch nicht einfach, immer wieder PR für die quasi gleichen Spiele zu machen. Ja, und vor der Kamera Metroid Prime Federation Force zu verteidigen. Mit den Worten, ihr müsst es doch erstmal spielen. Hasst es doch nicht direkt. Das ist schon nicht schlecht. So. Das war der Community Corner. Da sind wir schon zum Ende. Oh, was eine launige Ausgabe heute. Macht Spaß heute. Ist, glaube ich, eine ganz gute Ausgabe. Wie immer halt, ne? Wir überspringen die Releases, weil nur Dreck kommt und kleinere Sachen. Außerdem sind wir schon ziemlich fortgeschritten. Kommt nicht nächste Woche schon Persona 5, Kevin? Ich meine wohl, ja. Übernächste. Kommt es nächste Woche schon? Ich glaube Anfang April. Fünfter, oder? Persona, nein. Ja, Fünfter ist die Woche. Hä? Nächste Woche Mittwoch. Ich weiß es nicht. Persona 5 kommt, glaube ich, nächste Woche raus. Das ist ganz toll. Kevin hasst das, weil das Manga-Japano-Bullshit ist. Ich finde es vielleicht ganz cool. Chris vielleicht auch. Und das war's jetzt mit den Releases. Was wird Manga gespielt? Manga-Japano-Bullshit. Deine Worte, Kevin. Okay. Das stimmt. Schulmädchen-Manga-Japano-Bullshit, habe ich gesagt. Vielleicht ist es gut. Es ist mir egal. Kevin, die ganze Spielepresse findet Persona eine super geile, tolle Reihe. Und du bist so die der besten Japan-RPGs, habe ich gesagt. Ja, aber da ist ja schon der Knackpunkt, Chris. Japano-RPGs, Kevin spielt dann lieber was anderes. Ja. Wir gehen weiter schnell, was wird gespielt, und danach beenden wir den Bums hier. Was wird gespielt? Persona 5 ignorieren. Ich bekomme langsam das Gefühl, mit diesem Newscast hier kriegen wir niemanden dazu, dass er einschläft, während er den hört. Aber wir haben du zwischendurch immer wieder singst. Das stimmt. Was wird gespielt? Und den kleinen Rausschmeißer jetzt nochmal in paar ganz schnellen Minuten. Ich habe nichts Neues zu erzählen. Zelda, inzwischen 4 Titanen. Es ist ganz fantastisch. Ich habe der letzte Titan war für mich, war Medo. Das ist der Titan der Orni. Und ich hätte gerne die Orni-Fähigkeit schon deutlich früher im Spiel gehabt. Die ist nämlich mega cool. Orni waren die... Ach du Scheiße. Die Flügelviecher. Die Flügelviecher. Cookie, dass du dieses Spiel überhaupt spielst, das verletzt mich, dass du jetzt nicht weißt, wer die Orni sind. Alter, Kevin, ich hab das schon seit zwei Wochen, glaube ich, durch. Vielleicht schon fast 3 oder so. Nee, das kann nicht sein. Zwei Wochen ungefähr. Ich glaube, ich habe im vorletzten Newscast gesagt, dass ich durch bin. Seitdem hatte ich meine Switch nicht mehr an. Ich weiß nicht, warum da gelacht wird.
Die Orni, jedenfalls, die Orni-Fähigkeit hätte ich gern schon viel früher im Spiel gehabt. Deswegen finde ich ein bisschen blöd, dass ich mich dazu entschlossen habe, den Orni-Titan als letztes zu machen. Auf der anderen Seite fehlen mir... Ich habe den Orni-Titan aber auch als letztes gemacht. Ja, es war irgendwie hat sich so natürlich angefühlt, dass man den als letztes macht. Weiß auch ja, nicht, weil warum. Der so weit weg ist von allem, was man erkundet hat, normalerweise, wenn man nicht ganz blöd ist. Ja, wobei die Goronen habe ich als zweites gemacht und die sind auch auf der Karte ganz oben rechts. Also. Die Goronen habe ich auch als zweites gemacht. Siehst du? Irgendwie hatte ich für mich so einen natürlichen Weg ergeben. Ich fand die Titanenbosse alle ein bisschen zu einfach. Ja, wobei von der Idee fand ich den Orni am geilsten, muss ich sagen. Von der grundsätzlichen Idee. Aber wir wollen ja hier nichts spoilern. Vielleicht sind ja Leute, die sind jetzt noch nicht so weit. Ich habe, glaube ich, inzwischen 106 oder 105 Schreine. Das heißt, mir fehlen noch 15 und dann habe ich alle. Was? Ja. Bist du behindert, Kevin? Nein, das Spiel macht mir sehr viel Spaß. Du bist doch voll überlevelt für den Boss, oder? Nee. Ja, die Bosse sind alle relativ. Klar. Zelda hat nicht für den Endboss. Du hast doch 150.000 Herzen jetzt. Ich habe, warte mal, man kann 30 haben, weil beide Reihen 15 sind. Dann habe ich jetzt 26. Als ich den Endboss gemacht hat, hatte ich 13. Genau die Anzahl, die man gebraucht hat, um das Masterschwert zu ziehen. Aber Cookie, das ist der Unterschied zwischen dir und mir und wie wir beide an Zelda rangehen. Ich möchte ja alles sehen. Ich möchte jede Quest machen. Ich möchte alles sehen in diesem Spiel. Und das macht mir total Spaß. Ja, da sind wir aber nur unterschiedlich, weil du dir von diesem ganzen anderen Kram, der rauskommt, keinen Druck machen lässt. Ja, hast, last, machst. Ja. Chris, Rise, Nier, Mass Effect. Chris, du warst 2 Wochen nicht da. Was spielst du denn? Ja, ich spiele immer noch Dragon Quest Monsters 13. Ich überlege gerade, was ich letztes Jahr gespielt habe. Mass Effect, das war irgendwie ganz schön viel. Ja, ich wollte es chronologisch aufdröseln. Ich habe sehr viel Spaß mit Horizon gehabt. Musste das jetzt so ungefähr bei der Mitte dann kurz zur Seite legen, weil dann kam kurz Wildlands. Und Wildlands ist ein wirklich komisches Konstrukt, weil alleine ist das mega behindert. Im Team macht es irgendwie Spaß, ist aber auch nicht taktisch. Also insgesamt fällt mein Fazit bei Wildlands, glaube ich, eher negativ aus. Chris. Ja. PlayerUnknown's Battlegrounds ist genau das, was Wildlands ist. Nur, dass du auch. Du spielst auch im Vierer-Squad und es ist mega taktisch, weil du relativ schnell stirbst. Du musst ja das ganze Equip wie Helme und schusssichere Westen sammeln. Du kämpfst gegen andere Squads. Das ist genau das, worauf du Bock hast. Du kannst so ein Squad-Spiel gegen KI einfach nicht super, super nice machen. Das, was dem auf der Konsole am ehesten nahe kommt, ist hier der PvP-Modus von Division vielleicht. Ja, auf jeden Fall ist vielleicht interessant für mich, stimmt. Auf jeden Fall war das ist irgendwie komisch. Also da könnte ich eine ganze Stunde drüber reden und ich wäre mir immer noch nicht einig, warum. Und dann habe ich jetzt endlich Mass Effect Andromeda bekommen. Oder ich spiele es jetzt schon länger. Und ich muss wirklich sagen, ich habe die Trilogie, die erste, nicht gespielt und ich habe wirklich viel Spaß mit diesem Spiel. Ich habe wenig zu meckern, außer dass diese Charaktere in Kämpfen nebenbei völligen Blödsinn labern. Aber sonst, ich finde die Charaktere alle spannend. Mir sind die Gesichtsanimationen scheißegal. Also sie stören auch nicht, wie ich finde. Da hat das Internet sehr übertrieben. Der Multiplayer-Modus ist ein PvE-Modus, so ein Horde-Modus. Nichts Großes, aber ist halt super nice, wenn du da mal mit ein paar Kollegen spielen willst. Quatsch ein bisschen dabei und kriegst ein bisschen Loot für die Hauptmission. Und ich finde es ein richtig gutes Paket, also macht mir sehr viel Spaß. Ja, und jetzt muss ich leider mit Dark Souls dann anfangen. Also was heißt leider, aber deswegen wird Mass Effect wahrscheinlich wieder kurze Pause haben. Und ich werde Dark Souls spielen. Wahnsinns Frühjahr, ne? Ich komme auch nicht dazu, irgendwas durchzuspielen. Ja, ist schon ganz, ganz nett momentan. Ich find's auch schrecklich. Ich meine, jetzt im April kommt Gott sei Dank erstmal nichts mehr raus, da hat man ein bisschen Zeit, ne? Mario Kart 8? Ja, am Ende. Ja. Und das ist auch nichts, was Zeit frisst. Ich spiele PlayerUnknown's Battlegrounds im Moment und ein bisschen Hearthstone, ein bisschen Dota nebenbei, so wie das immer so ist. Und sonst nichts Besonderes eigentlich. Mass Effect hat mir auch überraschenderweise ziemlich viel Spaß gemacht. Die 2-3 Stunden, die ich da gestreamt habe, das werde ich auf jeden Fall auch noch weiter verfolgen. Aber bevor es soweit ist, muss ich erst den Dark Souls 3 DLC spielen. Und bevor ich dann Mass Effect spiele nach Dark Souls 3, muss ich eigentlich auch erst noch Horizon zu Ende spielen. Es ist so schrecklich, Leute. God damn it, ja. Mein Gott.
Gott, wo soll man die Zeit hernehmen? Falls ihr es nicht wusstet, ihr habt den Vorzocker Newscast gehört. Ihr könnt auf Vorzocker YouTube noch mehr Videos gucken von uns, mit uns. Da könnt ihr auch unsere Gesichter in Bewegung sehen und nicht nur wie auf dem Bild hier die ganze Zeit. Wir hatten in dieser Woche die Releases des kommenden Monats, und zwar die Releases von April. Da wurde schön aufgefächert, was denn alles kommt, was ihr kaufen könnt. Cookie sagt gerade schon, das ist nicht so viel wie jetzt im März gewesen. Allerdings wurden wir da auch zugeschissen mit allem möglichen Zeug. Ihr könnt euch auch angucken, die Sprechstunde. Da habe ich gefragt, was sind die geilsten Bösewichte, was sind die coolsten Antagonisten. Gerne da auch drunter schreiben, wie ihr das so seht, wen ihr so geil findet. Da ist die Teilnahme momentan in den Kommentaren schon richtig geil. Ich habe schon ein paar geile und sehr, sehr interessante Sachen gelesen. Ich wünsche euch, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen, hören uns nächste Woche, beziehungsweise dann hört ihr mich nicht. Denn nur die beiden Pappnasen hier, die ihr sonst hört, weil ich bin endlich mal im seit sehr, sehr langer Zeit wohlverdienten Urlaub. So. Cookie, wo geht's hin? Nach Irland. Wunderschön. Schön. Ja, wunderschön. Dann, gehabt euch wohl. Gute Nacht. Herzlich willkommen zu uns in eurem Ohr. Ihr hört den Vorzocker Gaming Newscast.